Die Kuh lag mit ängstlich geweiteten Augen an Deck. Zwei Männer schlangen ein Seil um ihr gebrochenes Vorderbein. Dann gaben sie dem Kranführer das Zeichen. Mit einem Ruck wurde der massige Körper vom Boden gerissen und in luftiger Höhe über die Bordwand geschwenkt. Das Tier baumelte an seinem Bein wie an einem seidenen Faden, bis es am Pier klatschend zu Boden fiel. Es zitterte auf dem Asphalt. Zum Brüllen war es zu schwach. Ein Matrose kappte das Tau. Aus dem Schuppen näherte sich ein Schaufelbagger. Er rammte seine Stahlzähne unter das Tier und warf es zurück aufs Schiff, wo es verzweifelt mit den Hufen zuckte. Heute, lieber Freund, reden wir über die Würde der Tiere. Über jene Wesen also, die wir fast vollständig von diesem Planeten vertrieben haben. Dies war übrigens, um im Jargon unserer Großväter zu bleiben, eine rauffutterverzehrende Großvieheinheit aus der Tierproduktion Nordfleisch, deren Annahme vom arabischen Empfänger wegen ihres schlechten Zustands verweigert wurde. Xenia trug einen schlichten weißen Hosenanzug. Ihr Gesichtsausdruck ließ befürchten, dass die Lesson in diesem Stil weiterging. Marleen war nicht sicher, ob er sich das Programm heute antun sollte. Andererseits wusste er, dass es für ihre derben Demonstrationen nie so etwas wie den richtigen Zeitpunkt gab. Sie reichte ihm eine Tasse Tee. Es gibt einen einfachen Trick, um die Würde der Tiere wiederherzustellen. Man vergleiche sie nur mit den Menschen. Während die Tiere in ihren Bewegungen eine unnachahmliche Grazie entfalten, ist der Mensch sogar in seiner Fortbewegung beschränkt. Retuschieren wir im Geiste sein Transportmittel weg, was bleibt von ihm übrig? Entkleiden wir ihn seines Lieblingsspielzeuges, des Autos. Was sehen wir? Eine seltsam gekrümmte Figur, die mit erhobenen Händen und breitem Arsch in unglücklicher Hockposition über die Straße schrammt. Oder streichen wir die U-Bahn? Ein 50 Meter langer Pulk von in sich versunkenen, missmutigen Leibern wird durch unterirdische Röhren geschossen. Auch die Reisegesellschaften, die sich ohne sichtbare Flugzeughülle in die Lüfte erheben, entbehren nicht einer gewissen Lächerlichkeit, wenn man sie an den Flugkünsten der Vögel misst. Marleen wunderte sich, dass Xenia in ihrer Rede auf begleitende Bilder verzichtete. Das tat sie eigentlich nie. Wir sind fremdbestimmt. Wir benutzen, was wir nicht persönlich ersonnen haben. Kein Tier, ob Kakerlake oder Königstiger, hat wie der Mensch seine Eigenverantwortung an der Garderobe des Lebens abgegeben. Jeder von uns ist für sich genommen nur ein mieser kleiner Feigling, der keine drei Tage in der Natur überleben könnte. Das wissen wir. Das macht uns Angst. Nur deshalb haben wir uns dem Wahn verschrieben, das Leben auf unsere Art zu beherrschen. Aber man kann nur etwas beherrschen wollen, von dem man sich grundsätzlich getrennt weiß. Marleen zuckte zusammen. Er befand sich in einem gekachelten Kellerraum, der von dem erbärmlichen Gewinsel eines Hundes widerhallte. Das Tier, ein etwa 4 Jahre alter Rottweiler, kauerte mit eingezogenem Schwanz, aufgestellten Nackenhaaren und angelegten Ohren auf dem Steinfußboden. Aus Nase und Ohren sickerte Blut. Sein Peiniger mit dem Tirolerhut band sich eine Gummischürze um, befestigte eine Schlinge um den kräftigen Hals seines Opfers und hängte es an einen Fleischerhaken, der in der Decke installiert war. Anschließend prügelte er auf den zappelnden Körper ein, wobei er einmal die Runde machte, damit sich die Schläge schön gleichmäßig verteilten. Das sah nicht nach Bestrafung aus, sondern nach eingefleischter Routine, nach Choreografie. Nachdem die Peitschenpartitur abgearbeitet worden war, griff der Mann zu einem Bunsenbrenner, prüfte die Schraubverschlüsse und stellte die Flamme ein. Der Hund hing wie ein Sandsack von der Decke, nur die Hinterfüße traten panisch ins Leere. Als der Feuerstoß in langgezogenen Bahnen sein Fell versenkte und sich die Haut zu schwarzen Blasen aufwarf, reichte die Kraft nicht mehr zu hektischen Reflexen. Die Augen des Tieres aber bewegten sich noch immer entlang der Decke, als suchten sie die Pforte zum Himmel. Nicht nur in Korea wusste man diese Gaumenfreuden zu schätzen. Auch in der Schweiz waren die Gourmets ganz verrückt danach. Die Tatsache, dass es sich dabei um eine verbotene Delikatesse handelte, steigerte die Nachfrage umso mehr. Weltweit landeten jedes Jahr über 2 Millionen Hunde in den Kochtöpfen der Feinschmecker. Die eben gezeigte koreanische Art der Zubereitung galt als unübertroffen. Man war sicher, dass erst das Stresshormon Adrenalin dem Fleisch seine besondere Würze verlieh. Marleen verkraftete diese Scheiße nicht länger. Warum gab es keine Vorinformationen zu den Lessons? Dann hätte man sich jedenfalls mental auf die Folter einstellen können, die sie einem frei Haus lieferten.
Xenia schaute ihn nachdenklich an. Wenn sie doch nur mal lächeln würde. War das denn zu viel verlangt? Schließlich hatte nicht er die Viecher umgebracht, oder? Wir sind es den Tieren schuldig. Arbeiter in verschmierten Gummischürzen schmissen zappelnde Rinderföten in eine Betonwanne, wo ihnen mit Kanülen bestückte Plastikschläuche in die Leiber gerammt wurden. Die kleinen Wesen mit den großen Köpfen und den geschlossenen, kaum ausgeprägten Augen rotierten auf dem Boden, während ihr rasendes Herz das eigene Blut durch die Schläuche aus dem Körper pumpte. Dies ist der erste und der letzte Eindruck, den sich diese Geschöpfe von unserer Welt machen durften. Wir befinden uns in einem normalen Schlachthof. 2 Millionen Föten wurden auf diese Weise jährlich allein in Deutschland ausgesaugt. Endverbraucher waren die Pharmakonzerne, die mit dem Blut der Ungeborenen ihre Bioreaktoren auffüllten. Das Kälberserum diente zur Herstellung von Hightech-Medikamenten sowie als Nährlösung für Spenderorgane. Marlene war nahe daran, sich zu übergeben. Vor ihm wand sich ein weißes Kaninchen im Käfig, immer wieder wischte es mit den Vorderpfoten über die aufgequollenen, blutenden Augen. Noch vor 50 Jahren stritten Wissenschaftler ernsthaft um die Frage, ob Tiere Schmerz empfinden. 300 Millionen Kreaturen wurden Jahr für Jahr im Namen dieser Wissenschaft ans Messer geliefert. Hat man sie gesehen? Die Affen, deren Köpfe in den Schraubstöcken festgeklemmt waren, während ihre Schädeldecken längst im Abfall gelandet waren? Kennt man sie, die Hunde, deren Augen bei lebendigem Leibe herausgeschnitten wurden? Fühlt man den Schrei der Katzen, die mit dosierten Hammerschlägen auf den Kopf zu zerstückelten, zuckenden Reflexgebern degradiert wurden? Überall auf der Welt rasten die offenen Herzen der in Reih und Glied auf den Rücken genagelten Mäuse auf und ab, wie die Tasten einer Blutorgel. In den Versuchslaboren hatten die Menschen endgültig das Recht verwirkt.